Wow, ist das schön hier. So schön. Ja, es sieht echt wunderschön aus. Was riecht denn hier so gut? Guck da, ein Krebsstand. Da läuft mir ja das Wasser im Mund zusammen. Wir sind gerade erst angekommen und du möchtest schon wieder was essen. Schatz? Mit Erdbeer oder Aprikosemarmelade? Aprikosemarmelade, bitte. Gute Wahl. Die Marmelade ist von meiner Frau selbst gemacht. Da freue ich mich drauf. Schatz, hast du dir jetzt doch eine Crepe gekauft? Ja, die ist sehr lecker. Naja, wollen wir jetzt weitergehen? Dieser Stand da drüben sieht ja schön aus. Hallo, sind Sie nicht von Personal am Hotel? Ja, genau. Möchtet ihr was kaufen? Ich habe tolle Plätzchen und Adventskalender. Für Adventskalender ist es ein bisschen zu spät. Aber Plätzchen nehme ich gerne. Schatz? Doch keine Plätzchen. Kommt, Kinder, dort drüben sieht es interessanter aus. Mama, hier kann man Schlitten fahren. Ja, aber leider haben wir keinen Schlitten dabei. Oh, schade. Hier sieht es schön aus. Was für tolle Deko ihr da habt. Danke, es ist alles selbst gemacht. Wow, toll. Sollen wir was kaufen? Weihnachtsbaumdeko haben wir eigentlich schon genug. Aber die hier sind doch so schön. Bitte? Katja? Ja, ja, schon gut. Dann gucken wir halt kurz bei den Schlitten. Vielleicht ist da ja was Cooles. Guck mal, das sind noch Donuts. Yum, yum. Du hattest schon eine Crepe. Aber die Kinder können sich was aussuchen. Ach, Menno. Ja! Ich möchte ein Lebkuchenherz. Ich nehme lieber einen Donut. Okay, also ein Lebkuchenherz und ein Vanilladonut, bitte. Kommt sofort. Und hier, das ist für euch. Das macht dann 6 Euro. So lecker. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Lecker. Hier ist nochmal schöne Deko. Wow, sowas möchte ich auch gerne haben. Warum möchtest du nur immer Deko kaufen? Wir haben doch schon so viele. Max, du übertreibst mal wieder. Ich nehme hier diesen silbernen Tannenbaum, bitte. 20 Euro, bitte. 20 Euro? Das ist aber eine ganze Menge. Die sind ja selbst gemacht und sind sehr viel Arbeit. Okay, natürlich. Tut mir leid. Hier sind die 20 Euro. 20 Euro für sowas? Die spinnen ja. Naja, aber schön ist es trotzdem. Guck mal, dort ist mein Stand. Dein Stand? Aber du bist doch hier. Eine Kollegin kümmert sich darum. Hallo, wie läuft es denn? Super, wir haben schon so viele Sachen verkauft. Super, ich komme dann später wieder, um dich abzulösen. Ich gehe nur noch ein bisschen mit meiner Familie spazieren. Ist das Kuchen? Ja, Max, hast du keine Augen? Aber die sind echt schön. Wir können ruhig ein Kuchenpaket mitnehmen. Ja, das gefällt mir. Wow, ist das hier wackelig. Da drüben ist der nächste Stand. Autsch! Jetzt bin ich doch noch hingefallen. Alles in Ordnung? Warte, ich helfe dich nach oben. Danke, ja, alles gut. Ich bin ja weich gelandet. An diesem Stand sind nur Kränze und kleine Tannenbäume. Das interessiert uns nicht. Und hier sind irgendwie nur Bälle. Aber könnte eine Weihnachtsmütze dich interessieren, Max? Ich? Nein. Aber Moritz, ja, ich gehe Ihnen ein Geschenk kaufen. Okay, mach das. Ich möchte mich noch beim Stoff umschauen. Ich könnte daraus so schöne Kleider machen. Wie viel kostet das denn? Also, das kostet 370 Euro. So viel? Aber wenn es gute Qualität ist? Also, haben Sie sich entschieden? Also, ja, ich glaube, es lohnt sich. Also, welchen Stoff möchtet ihr denn jetzt? Den blau und goldenen sieht so schön aus. Den nehme ich. Also, das kostet 370 Euro. Okay, hier, bitteschön. Also, hier haben Sie euren Stoff. Vielen Dank. Tschüss. Also, tschüss und noch einen guten Tag. Ah, Schatz, du bist auch schon zurück. Ich habe eine komische Frau getroffen, die immer also sagt. Voll nervig. Okay.
Ich habe jetzt so eine Mütze gekauft. Hörst du diese schöne Musik? Die kommt von dort drüben. Ah, wie schön. Mama, guck mal, der Weihnachtsmann. Ah ja, den habe ich gar nicht bemerkt. Möchtest du ein Foto machen? Ja, und ihm meine Weihnachtswünsche sagen. Ich möchte auch. Einer nach den anderen. Kira, geh mal als erstes zu den Weihnachtsmann. Okay, hallo, Herr Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Hallo, meine Kleine. Schön lächeln, ihr beide. Oh, was für ein süßes Foto. Emmy, geh doch auch hin. Das war cool, der echte Weihnachtsmann. Und Wichteln waren auch da. Gucken wir jetzt noch am letzten Stand vorbei, bevor es dunkel wird. Hier sind ja tolle Bilder. Wow, ich möchte so eins. Ihr habt noch gar nichts bekommen, also dürft ihr euch beide ein Bild aussuchen. Der Schneeflocken ist schön. Ich möchte die Zuckerstange. Okay, das wird dann beides gekauft. Wow, guck mal, Mama, die Lichter sind angegangen. Oh, wie schön. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann verpasst ihr auch die nächsten Videos nicht mehr. Bis Weihnachten kommt nämlich jeden Tag ein neues cooles Video. Also schaltet dort gerne wieder ein. Morgen zum Beispiel kommt ein Pimp My Playmobil zu diesem tollen Weihnachtsmarkt. Vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Und folgt mir auch gerne auf Instagram bei familie_freundorfer. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffentlich bis morgen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.